Hallo liebe Zuschauer der Zeit zur Lupe. Weiter im Techniktest mit dem Ricotta Assassin. Will Sie nicht langweilen, aber ich glaube gerade Pimp Your Kamera ist eine wichtige Angelegenheit und ich werde nachher ein kleines Resümee auch für die Sache ziehen. Ich habe jetzt die VG20 von Sony genommen, das war meine zweite Kamera. Erst besaß ich die 10er, dann die 20er. Ich zeige Ihnen nochmal die 10er hier. Hier hatte ich eine 10er gebaut. Ein Objektiv, was ich mir nachträglich selbst erworben hatte. Das ist einfach eine Festbrennweite 50 mm mit 1,4 oder 1,8, weil ich damals diesen Effekt in dieser Schärfe, Unschärfe haben wollte. Man bekommt diesen Effekt aber besser hin, wenn man über Zoom arbeitet, letztlich eine hohe Brennweite, nimmt von mir 200, ganz extrem mal, und jemand ranzoomt, dann hat man eher diesen Schärfe-Unschärfe-Effekt. Dieses Objektiv hat mir eins sehr geholfen, es hat mir dazu geholfen, eine gewisse Lichtschwäche dieser Kameras auszugleichen. Weil in der Realität, wenn man, also ich bin ja nicht vom ZDF oder ARD, wo man mit vielen Scheinwerfern auftreten darf irgendwo, und ob es eine Familienfeier ist, eine Hochzeit oder eine Veranstaltung, können sie nicht so viel Licht mit einbringen. Und immer das Problem des Lichts, das war für mich immer eins der Hauptprobleme, schwer zu klären war. Daher kam ja auch am Schluss die Entscheidung eben zu der Sony Alpha 7S. Nochmal, das ist wirklich das Lichtwunder und es ist wirklich wahr und es hat sich bewahrheitet. Das ist eine ganz feine Sache dahingehend. Aber man besitzt auch andere Kameras und es liegt ja auch am eigenen Budget. Also, was habe ich nochmal getan? Ich wiederhole es nochmal schnell. Ich habe meine Sony VG20 verbunden mit dem Ricotta von Assassin und bekomme damit, das ist jetzt ganz wichtig, hochwertige professionelle Aufnahmen, auch mit Farbwerten 422 und jetzt ein Codec von ProRes. Das heißt, eine Kamera, die aus dem Consumer-Bereich stammt, pimpen Sie damit auf, dass Sie mit jeder Profikamera letztlich, na, in Anführungszeichen vom Codec zumindest konkurrieren können. Und wenn Sie heute eine Profikamera anschauen von Sony, die auch die Farbwerte von 422 Ihnen anbietet, was der Standard eben bei ZDF, ARD, Pro7 und so weiter ist. Das ist eine Sperre drin, kann man fast schon sagen, als Mindestanforderung zur Ablieferung von Material. Ausnahmen bestätigen die Regel. Da kostet eine Kamera Ihnen immer, können Sie nachgucken, da liegen Sie bei 6.000, 7.000 Euro und nach oben sind Grenzen sowieso nie gesetzt. Also, Pimp Your Kamera, keine schlechte Sache. Was ist heute am Markt? Ich hatte vorhin die Seite von Sony nochmal aufgerufen, Sie sehen es hinter mir, der Nachfolger von der 10er, 20er gibt es mir leider die 30er und die 30er kostet heute nach empfohlenen Preisempfehlungen liegen wir heute bei 1.799 Euro auf der Seite von Sony. Geht man gebraucht im Bereich hinein für die 10er, 20er. Ich habe auch mal diese Preise damals schon bezahlt, genau weiß ich nicht mehr exakt. Gibt es heute Gebrauchtgeräte für 900 Euro, 800 Euro, 1.100 Euro, 1.200 Euro. Also Möglichkeiten vielleicht auch damit anzufangen. Und denken Sie mal dran, einen Rekorder draufgesetzt, letztlich noch von Atomos, kriegen Sie einen Codec von einer professionellen Kamera. Man braucht dann, muss man natürlich sagen, nicht jetzt den Rekorder, den jetzt ich jetzt hier habe zur Verwendung, den Assassin, der für 4K geeignet ist, da es ja nur Voll-HD-Kameras sind und auch nur das Signal ausgeben können. Das Rohsignal reicht hier die kleineren Produkte aus, der Ninja, Blade oder wie sie alle heißen mögen, und die gibt es so für 800 Euro, 900 Euro, so ist glaube ich die Größenordnung. Und nimmt man noch die mit kleineren Bildschirmen, kommt man vielleicht noch ein paar Mark billiger, Euro billiger besser gesagt, und heißt Pimp Your Kamera. So, das war jetzt ein Test, letztlich dafür Ihnen eine Empfehlung auszusprechen. Ich muss selber sagen, ich bin sehr begeistert davon, welche Möglichkeiten man hat aus einer Consumer-Kamera, wenn sie das Signal roh herausgibt oder herauslösen kann für den Rekorder von Atomos. Die Firma Atomos bietet auf ihrer Internetseite auch an, nachzugucken, für welche Kameratypen das geeignet ist. Stehen an sich alle drin, alle Marken von Nikon, Canon, wie sie heißen mögen. Gucken Sie sich einfach das mal an. Also im Hinterkopf sich merken, Sie haben die Möglichkeit, mit den Rekordern von Atomos Ihre Kamera aufzuwerten, ihren Codec aufzuwerten und ein bisschen einen professionellen Eindruck zu hinterlassen und vor allem, wenn man es selber möchte. Die Kirche im Dorf, wenn ich so schön sage, das ist nicht so wichtig, die so zu filmen, weil die können sie jedes Jahr wieder filmen, bis sich was in die Kirche wird, hoffentlich nicht abbrennen. Wenn es hingegen ein besonderes Ereignis, eine Hochzeit, eine Taufe, Menschen, die nun mal sich verändern, ist es vielleicht keine schlechte Sache, sich zu überlegen, Mensch, wie kann ich denn meine Aufnahmen in einem sehr hochwertigen Codec, in sehr hochwertiger Qualität konservieren, für einen Zeitpunkt X vielleicht einmal, und wenn man es dann ein anderes Bearbeitungsprogramm hat, einfach es aufzuheben. So,
dann danke ich Ihnen. Jetzt schließe ich damit mal die Reihe ein bisschen ab von dem Test von dem Atomos-Rekorder und ich melde mich demnächst wieder, wenn ich ein paar Ideen für Sie habe. Als Abschluss vielleicht noch eines. Ich habe diesmal das Objektiv dran gehabt, dieses Kit-Objektiv, wie es so schön heißt, was die Kamera mit ausgeliefert wird, die Sony Nexi die 20er oder 30er damals. Und das ist ein 18-200er Objektiv. Eigentlich eine ganz tolle Sache, wenn man sich den Preis überlegt, was ein Objektiv extra kostet. Sonst kostet für die Sony Alpha ist es schon eine preisgünstige Angelegenheit hiermit. Noch eins zum Sensor zu sagen. Sie haben es ja auch gesehen, in anderen Filmen gesehen. Das ist ein Sensor, ist der APS-C-Sensor. Ich öffne mal hier die Kamera, damit Sie es vielleicht mal sehen können. Ich weiß nicht, ob man es erkennen kann in der Kamera. Das ist der APS-C-Sensor. Ich wackele mal ein bisschen hin und her. Der ist einfach erheblich kleiner als der sogenannte 35 mm Vollformatsensor. Und wenn man diesen Effekt haben möchte, wie man es oft so in einem Tatort-Sendung sieht oder in gewissen Fernsehsendungen sieht, diese extreme Geschichte vorne scharf, hinten unscharf, dieses Herausstellen, dieses 3D-Gefühl, dann kommt man eigentlich an einem Vollformatsensor nicht vorbei, auf dieser Nähe hin. Man kriegt den Effekt dann hin, wenn Sie natürlich Ihr Objektiv auch bei so einer APS-C-Kamera klein ein anderes Format haben, wenn Sie da nicht schön ausfahren, Ihr Objektiv weiter weggehen, dann kriegen Sie auch das Schärfe und Unschärfe hin, wobei es halt andere Dinge auch gibt, dann zu beachten. Aber das führt heute zu weit. Ich danke Ihnen für Ihr Interesse und bis zum nächsten Mal. Und wenn Ihnen der Kanal einigermaßen Spaß macht und würden Sie mich auch sehr unterstützen, wenn Sie uns abonnieren, einfach so, weil dann sehe ich, dass es auch lohnt und ich freue mich drüber. Danke, bis zum nächsten Mal. Unsere E-Mail-Anschrift ist angegeben. Für Kommentare bin ich immer dankbar.